Grüß Gott, liebe Aufrufer, liebe Aufruferin, liebe Aufrufer, liebe Abonnenten, User bei YouTube hier. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, muss es auch vernünftig gemacht sein. Hier geht es um das Thema keine Pausen in der Kunst, nein, keine Posaunen vor Jericho, keine Posaunen vor Jericho. Joshua fit the Battle of Jericho. Ja, in der Bibel finden wir natürlich diese Jericho einstürzenden Gebäude in verschiedenen Fassungen. Mal kommt Mose überhaupt gar nicht ins gelobte Land. Nach anderen Fassungen kommt er. Die Wissenschaft des Alten Testaments zeigt uns ungefähr 13 verschiedene Mose-Personen, die es mehr oder weniger gegeben hat, beziehungsweise auf die man diese Geschichten der Wanderung des Volkes Israels aus Ägypten in das sogenannte gelobte Land, in das sie dann nach der einen Variante gar nicht angekommen sind. Jedenfalls hier ist also keine Posaunen vor Jericho. Israel Finkelstein, Neil Silbermann, hier heute, um das Datum zu belegen, da oben steht es Freitag, 4. Januar 2013. Und da komme ich auch schon zu meinem Text hier von Israel schafft sich ab, nämlich Gershom Gorenberg hat hier sich die Mühe gemacht, die Geschichte Israels beginnend quasi mit der Idee des Zionismus, das ist Ende des 19. Jahrhunderts, die Idee, in ein eigenes Land zu wandern, Theodor Herzl und so weiter. Insofern die ursprungszionistische Idee kann man ja im Herzen bewahren, aber man muss dabei wissen, dass dann letztlich Holocaust, Shoah, europäische Judenvernichtung, der Antisemitismus, der Nazi, Auschwitz-Komplex, die Massenmörderei der Deutschen und der europäischen Totalitaristen bis 1945, alles das hat dann einen neuen Zionismus gegeben, nämlich überhaupt rette sich wer kann und wohin. Auch darüber war man sich nicht einig, dann kam also dieses Land Palästina, da waren aber andere Menschen und damit beginnt das Drama letztlich, der Zionismus in seinen verschiedenen Ausprägungen schließlich durch die ganze Welt innerhalb des Völkerbundes viele geradezu unverantwortliche politische Verantwortungsvernachlässigungen und so weiter, ein einziger Mist, türkische Besatzungsherrschaft, die Osmanen, die Englischen, die Rothschilds, was immer da zusammengekommen ist. Also 1948 wurde dann eine Zwei-Staaten-Lösung mit Weltgesetz versehen quasi. Es sollte ein Staat Israel auf einem innerhalb grüner Grenzen bezeichneten Gebiet gegründet werden und ein Staat Palästinenser, Staat auf dem Gebiet des großen Palästinas. Das wurde eingegrenzt und Israel hat gegründet und es begann sofort mit einem Krieg. Und zwar nicht Israel gegen irgendwen, sondern mal eben hat man den Jordan umgeleitet, damit die trockene Wüste von Israel nun gar kein Wasser kriegen soll. Israel hatte gar kein Militär, die Amerikaner haben Israel auch nicht unterstützt. Am Ende hat dann Frankreich die ersten Mirage den Neugründern Israels im Lande Zion gegeben und so weiter. Also es ist eine Kriegsgeschichte sondergleichen und die Situation, von der wir heute reden, der Kriegstreiber, ja, und Meuchelmörder, anders kann ich es nicht sagen, Netanjahu, der jetzt im Wahlkampf ist, der hat eine andere Sichtweise. Der sagt nämlich, Israel hat 1967 einen Krieg führen müssen und hat im Rahmen dieses Krieges 1967 Land besetzt. Das ist das Ergebnis des Krieges, des Sechstagekrieges. Israel konnte das Land aber nicht halten im Rahmen seiner eigenen rechtsstaatlichen, demokratischen Staatsvorstellung. So hat sich Israel zunächst zurückgezogen auf sein eigenes israelisches, zionistisches Staatsgebilde Israel, um dann Stück für Stück auszubauen das 1967 besetzte Land mit Siedlungen und so weiter. Und das ist der Punkt, dass es im Grunde längst über die grünen Grenzen von 1948 hinaus 1967 gewonnenes Land im Eroberungsvorstoß bis zum Suezkanal, die Insel Sinai, Halbinsel Sinai, alles war israelisch.
Mit anderen Worten, die Siedlungspolitik Israels hat ja quasi diesen Blick, der hat auch nichts mit Groß-Israel oder dem biblischen Israel zu tun, sondern mit dem Kriegsergebnis von 1967. Das ist das, was sich abspielt, worüber aber ständig propagandistisch die Sprache verfälscht wird. Das wird immer anders genannt. Deshalb werden alle Kritiker dieses Vorganges erstmal sowieso als Antisemiten niedergemacht. Man muss aufpassen, dass man nicht einen Börne-Preis bekommt in Deutschland zum Beispiel. Spielt aber alles keine Rolle. Wir sind jetzt hier bei einem israelischen Wissenschaftler, Gershom Gorenberg, und der hat uns hier ja einige wichtige Dinge mitgeteilt, die ich jetzt hier versuche vorzutragen. Und zwar, ich habe das ja alles schon gelesen, insofern, wenn ich jetzt hier mich erinnern will, wo bin ich gestern aufgehört und wo habe ich heute weitergelesen, dann verwechsel ich das leicht mal mit den Stellen, die ich bereits gelesen habe, beziehungsweise die ich schon zweimal gelesen habe. Und da mir gestern dieser Block immer runtergefallen ist, habe ich den Block heute nicht dabei. Aber den Block hole ich jetzt. Einen Moment, so ist das hier. Echtzeit. Und siehe da, es werde Licht. Und es wird auch Licht. Ich bin hier unten. Es geht um Befehlsverweigerung israelischer Soldaten, die ein bereits geräumtes Siedlungsareal hätten abreißen sollen, 5 oder 7 Häuser, und die haben sich dann geweigert. Darum ging dann ein Prozess, und am Ende sind die alle, die sich bei der Erfüllung von Befehlen, bei der Erfüllung von Gerichtsurteilen im Rechtsstaat Israel und so weiter einfach weigern, machen das so, und das ist dann auch insofern erlaubt. Also hier ist jetzt Folgendes. In der letzten Runde des Falles wies Richterin Dorit Beinisch vom obersten Gerichtshof eine weitere Berufung, mit der die Staatsanwaltschaft die unehrenhafte Entlassung Botavias anstrebte, ab. In ihrer kurzen Begründung erklärte Beinisch, die vorherige Instanz habe sich darin geirrt, Botavias Ideologie als Milderungsgrund zu behandeln. Doch Berufungen der Staatsanwaltschaft, obwohl unter israelischem Recht zulässig, müssten, so urteilte sie, auf ein Minimum beschränkt bleiben. Beinisch schloss mit der Hoffnung des obersten Gerichts, dass es künftig nicht notwendig werden würde, klarere Richtlinien für Kommandeure zu erlassen, die aus politischen Gründen den Befehl verweigerten. Mit anderen Worten, dass es nicht wieder zu solchen Gehorsamsverweigerungen kommen würde. Beinischs Hoffnung steht auf wackeligen Füßen. In den letzten beiden Jahrzehnten hat das israelische Militär seine Kampfsoldaten und Kommandeure immer stärker aus 2 sich überschneidenden Gruppen rekrutiert, den religiösen Rechten und den Siedlern. Viele kommen zur Armee direkt aus religiösen Institutionen, wo Rabbiner lehren, dass sowohl der Militärdienst als auch Groß-Israel Grundpfeiler des Judentums seien. Die Armee heißt sie als Ersatz für die Söhne der säkularen Elite, die einst ihre Rolle an der Front verlässlich erfüllten, willkommen. Doch indem sie das tut, nimmt sie auch den Einfluss eines politisierten Klerus auf die Truppe und die Dominanz der religiösen Rechten in wichtigen Einheiten in Kauf. Die Autorität der gewählten Regierung über das Militär wird so beständig unterhöhlt. Formell gilt in Israel seit seiner Gründung die allgemeine Wehrpflicht. Der Historiker Motti Golani argumentiert, dass sich kulturell die Kombination aus Holocaust und dem Sieg von 1948 die traditionelle jüdische Zurückhaltung gegenüber dem Einsatz von Gewalt umgekehrt habe. Der Holocaust rechtfertigte militärische Gewalt als moralisch notwendig. Der Krieg von 1948 zeigte, dass
jüdische Waffen wirkungsvoll waren. Wie israelisch man war, bemaß sich von nun an daran, wie gut man kämpfen konnte, erklärt Golani. So, jetzt möchte ich ganz kurz dazwischen etwas machen, nämlich hier die jüdische Allgemeine, die ich heute gekauft habe, Seite 1, das ist die jüdische Verbandzeitung der Juden in Deutschland, Zentralrat der Juden in Deutschland. Das sind die, die alle andersdenkenden Juden, zum Beispiel liberale Juden oder so, an die Wand quetschen. Hier gibt es nur eine Meinung. Und da schreibt der Welt- und Welt am Sonntag-Autor Herzinger, ein deutscher Autor, Richard Herzinger, Beschützer Israel. Und er sagt, seit die Bundeskanzlerin Israels Sicherheit zur deutschen Staatsräson erklärt hat, sorgt sich die hiesige Öffentlichkeit, ob im Ernstfall die Bundeswehr gerufen würde, um den jüdischen Staat zu verteidigen. Ein absurdes Bedenken baut doch Israels Verteidigungsdoktrin auf dem Grundsatz auf, aus eigener Kraft mit jedem seiner Feinde fertig werden zu können. Ja, das glauben die offensichtlich auch und deshalb sind natürlich die USA als Feinde Israels, Russland als Feinde Israels, Persien als Feinde Israels. Wir haben ja gesehen, dass selbst Libanon schon unbezwingbar ist, selbst wenn man es zerstückelt. Also so viel hier zur Doktrin, die so heißt, wie israelisch man war, bemaß sich von nun an daran, wie gut man kämpfen konnte, erklärte Golani, Quellenangabe. In Wirklichkeit war die Armee nie ein so großer Gleichmacher, wie es der israelische Mythos glauben machen will. Nur kleine Gruppen unter den israelischen Arabern, Minderheiten innerhalb der Minderheit, unterlagen der Wehrpflicht. Der Aufschub der Einziehung für ein paar hundert Talmud-Studenten entwickelte sich beinahe zu einer Generalbefreiung für die Ultraorthodoxen. Strenggläubige Frauen konnten sich dem Dienst entziehen. Die jährliche Rückkehr in die Armee zum Reservedienst war ein Ritual, das für jüdische Männer bis ins Alter von über 50 währte. Klassenunterschiede im zivilen Leben bildeten sich im Militär ab. Säkulare Juden europäischer Abstammung, besonders aus Kibbuzim und Genossenschaften, dienten eher in den angesehensten Kampfeinheiten und im Offizierskorps, während Juden aus dem Nahen Osten Hilfsdienste erledigten. Kampfeinsätze waren bis vor kurzem Frauen gänzlich verschlossen. Wenn Wehrdienst und Opferbereitschaft ein Kriterium der Staatsbürgerschaft waren, so waren einige Israelis authentischere Bürger als andere. Zudem stand ihnen ein Weg des Fortkommens offen, der anderen verschlossen blieb. In den frühen Jahren Israels wurde die Wirtschaft weitgehend von Politikern kontrolliert und die Gründergeneration der Politiker hielt resolut an der Macht fest. Für einen Mann mit dem richtigen Hintergrund war eine Armeekarriere ein Weg, den steilen Pfad zu Führungspositionen und Prominenz zu erklimmen. Quellenangabe. In den 80er Jahren begann sich ein Wandel abzuzeichnen. Israels Invasion im Libanon 1982 trat eine beispiellose öffentliche Debatte über die Verwendung des Militärs durch die Regierung los. Eine angeblich begrenzte Operation entwickelte sich zu einem Marsch auf Beirut, der auf eine Erneuerung des libanesischen Regimes abzielte, ein selbstgewählter, kein Verteidigungskrieg. Die Vertrauenskrise war am größten bei jenen Israelis, die sich am stärksten mit dem Militär identifiziert hatten, säkulare Juden aus Kibbuzim und der städtischen Mittelklasse. Zum ersten Mal verweigerten Reservisten den Einzugsbefehl aus Gründen, die man entweder als politische Opposition gegen den Krieg oder als Gewissensentscheidung gegen den unmoralischen Einsatz von Gewalt beschreiben konnte. Laut der Verweigerungsgruppe Yesh Gvul, es gibt eine Grenze, kamen 168 Refuseniks, Verweigerer, ins Gefängnis, weil sie nicht im Libanon dienen wollten, wobei die Armee im Stillen von der Verfolgung vieler anderer absah.
Eine unbekannte Zahl von Soldaten wählte die graue Verweigerung, indem sie zum Beispiel Krankheiten vorschützten, um den Dienst im Libanon zu umgehen. Der Ausbruch der ersten Intifada Ende 1987 löste eine neue Welle der Verweigerung des Kriegsdienstes im Westjordanland und dem Gazastreifen aus, ebenso wie die zweite Intifada im Jahre 2000. Einige jener, die lieber ins Gefängnis gingen als in die besetzten Territorien, waren Offiziere der kämpfenden Truppe, Aushängeschilder für die alte Ethik der Selbstaufopferung. Quellenangabe. In der Zwischenzeit expandierte die israelische Wirtschaft. Sie wurde zunehmend privatisiert und technologisch versierter. Es gab neue Erfolge, neue Wege zum Erfolg. Nichts davon bedeutete, dass säkular erzogene Jungen aufhörten, von einer Karriere als Pilot oder Kommandoführer zu träumen. Doch als Quelle für die kämpfenden Offiziere und Mannschaften war die alte Elite nicht länger verlässlich. Weder was die Zahl der Soldaten anging, die sie stellen konnte, noch im Hinblick auf die fraglose Identifizierung mit ihrer Mission. Unter den Strenggläubigen ging der Wandel in die entgegengesetzte Richtung. Seit der Unabhängigkeit schätzten die religiösen Zionisten den Militärdienst, fürchteten aber auch den zersetzenden Einfluss der Armee auf junge Seelen. Religiöse Soldaten, besonders in Kampfanzügen, waren einem starken sozialen Druck ausgesetzt. Nicht dreimal am Tag zu beten, nicht den Sabbat einzuhalten, nicht wegen ihrer Strenggläubigkeit aufzufallen. Eine Schreibtischtätigkeit oder ein Platz im Rabbinat der Armee erlaubten es, glatter durch die Militärzeit zu kommen. In den 60er Jahren stimmten die Streitkräfte einem neuen Programm für orthodoxe Männer zu, das als Arrangement für Talmud-Schulen bezeichnet wurde. Hester Yeshiva, Quellenangabe. Das Programm orientierte sich am Modell der Nachal-Brigade, deren Soldaten zwischen dem aktiven Waffendienst und dem paramilitärischen Dienst in landwirtschaftlichen Außenposten wechselten. Statt Ackerbau zu treiben, studierten die Hester-Soldaten den Talmud. Ihren aktiven Dienst leisteten sie in getrennten Kompanien ab, später in separaten Zügen. Während sie in der Talmud-Schule studierten, waren sie in Mobilisierungsbereitschaft. Hester-Soldaten mussten sich zwar für einen längeren Zeitraum verpflichten, verbrachten aber wenige Monate im aktiven Dienst als andere Wehrpflichtige. Vor dem Sechstagekrieg gab es nur eine Hester-Talmud-Schule. Später, inmitten des messianischen Eifers, in dem sich Nationalismus mit religiöser Erneuerung mischte, wollten mehr orthodoxe Männer den Wehrdienst mit religiösen Studien verbinden. Der Staat hatte einen praktischen Grund, dabei Hilfestellung zu leisten. Wie ein Außenposten der Nachal-Brigade, so waren auch Hester-Talmud-Schulen ein Weg, um in einem frisch eroberten Territorium eine Präsenz aufzubauen. Eine solche Schule wurde in der Nähe von Kfar Etzion errichtet, eine weitere in Kiryat Arba. Als der Likud an die Macht kam, wurden weitere Hester-Talmud-Schulen in den neuen religiösen Siedlungen eingerichtet. Sie zogen Rabbiner an, die in der Aneignung des ganzen Landes Israel ein Etappenziel auf dem Weg zur Erlösung sahen. Die Armee erschloss sich auf diese Weise eine neue Quelle von Kämpfern mit hoher Moral. Die Hester-Talmud-Schulen bildeten Lehrer für orthodoxe Schulen aus, die mit der Theologie des Nationalismus durchtränkt waren, und neue Rekruten für ideologische Siedlungen. Dieses Arrangement, in Anführungszeichen, zwischen Armee und Talmud-Schulen zum Austausch ihrer Zöglinge war ein weiterer Weg, auf dem der Staat
in einen Anfall von Geistesabwesenheit den religiösen Radikalismus förderte. Quellenangabe. Gershom Gorenberg, hier Israel schafft sich ab, das neue Buch. Doch das Hester-Programm übte nur eine begrenzte Anziehungskraft aus. Ein junger Mann, der nach Abschluss der orthodoxen Oberschule daran teilnahm, musste sich für mehrere weitere Jahre dem Talmud-Studium widmen. Die prestigeträchtigen Einheiten nahmen keine Hester-Soldaten an, die eine zu kurze Zeit dienten, um die Investition in eine lange Ausbildung zu rechtfertigen. In der Gesellschaft standen die Hester-Soldaten in der Kritik, sich durch die geringere Zeit im aktiven Dienst vor ihrem angemessenen Teil der militärischen Last zu drücken. Eine neue Art religiöser Institution, die vormilitärische Lehranstalt, bot eine Alternative. Die erste dieser Lehranstalten, Bnei David, wurde 1987 in der Siedlung Eli an der Straße von Ramallah nach Nablus eröffnet. Einer der beiden Gründerväter, Rabbi Eli Zadan, war Schüler von Zvi Yehuda Cook. Der andere war ein ehemaliger Oberst, Yigal Lewinstein, der zur rechtsgerichteten Religion fand, nachdem er die Uniform an den Nagel gehängt hatte. Ihr Ziel war es, strenggläubige Rekruten darauf vorzubereiten, Dienst in denselben Einheiten wie säkulare Soldaten zu tun, ohne dem Druck zur Preisgabe ihrer Religion zu erliegen. Sie war ferner bestrebt, ihre Absolventen zu ermutigen, sich freiwillig zu Eliteeinheiten zu melden und durch die Ränge aufzusteigen. Die Studenten erhielten eine einjährige Rückstellung von der Einberufung, um sich einzuschreiben. Die Lehranstalt legte auf das Talmud-Studium weniger Gewicht als eine übliche Talmud-Schule. Stattdessen bot sie einen großen Anteil von Glaubensstudien. Kurse, die den Glauben der Studenten stärken und sie mit der heiligen Bedeutung ihres Dienstes als jüdische Soldaten erfüllen sollten. Zum Programm gehörten Sport, um die Absolventen besser für die Aufnahme in führenden Kampfeinheiten zu qualifizieren. Quellenangabe. Lewinstein zufolge gab ein Gespräch mit General Amram Mitzna, damals Befehlshaber des Zentralkommandos, den Anstoß zur Gründung seiner Lehranstalt. Der säkulare Mitzna, geboren in einem Kibbutz, war der klassische israelische General. Jahre später bewarb er sich als gemäßigte Alternative der Arbeiterpartei zu Ariel Sharon erfolglos um das Amt des Premierministers. Der General habe gesagt, die israelische Gesellschaft befinde sich in einer Wertekrise, die auf die Armee übergreifen könne. Da die orthodoxe Gemeinde sich an tiefen Werten orientiere, solle sie, Zitat, einen qualitätvolleren Beitrag zur Armee leisten. Nach Lewinsteins Darstellung reichte Mitzna die Fackel des Militärdienstes von der säkularen Gesellschaft an die strenggläubigen weiter. Quellenangabe. Bnei David gedieh und lud zur Nachahmung ein. Weitere Lehranstalten wurden gegründet, schließlich kamen auch Nichtreligiöse hinzu, jede mit ihrer eigenen Formel zur Vorbereitung motivierter Soldaten. Quellenangabe. Im Jahr 2000 gab es 15 vormilitärische Lehranstalten, 2010 waren es 36, Quellenangabe. Die orthodoxen Institutionen zogen mehr Studenten an, besonders proportional zur Größe ihrer Gemeinschaft. Da pro Person nur 14% der männlichen wehrpflichtigen Absolventen religiöser Schulen waren, Quellenangabe, parallel dazu vermehrten sich auch die Hester-Talmud-Schulen. Durch die Einführung der vormilitärischen Lehranstalten konnte die religiöse Gemeinschaft für sich in Anspruch nehmen, einen Trend gesetzt zu haben. Bei der Verwandlung des Militärdienstes in einen höchsten Wert war sie dagegen ein Nachzügler, genau wie sie es gewesen war, als sie nach 1967 das Ideal des Siedlungsbaus für sich entdeckte und damit einen Wert eben in dem Augenblick besetzte, als er in der breiteren Gesellschaft obsolet zu werden begann.
Wie vorherzusehen, wurde der säkulare Wert als ein religiöser wiedergeboren oder als ein von jeher religiöser Wert wiederentdeckt. Eine Lobrede auf den gefallenen Unteroffizier Jossi Weinstock, ein Heester Soldat, der 1995 im Südlibanon ums Leben gekommen war, illustriert die Ideen, von denen die religiös-zionistische Gemeinde durchdrungen war. Es war, es sei wahr, sagte ein Freund von Weinstocks Vater, dass orthodoxe Juden bei der Verteidigung des jüdischen Volkes lange unterrepräsentiert waren, wenngleich sich dies nun ändere. Doch, fuhr er fort, was die säkularen Gründer der Kibbutzim zusammen mit den säkularen Fallschirmjägern, Infanteristen und Piloten tatsächlich motiviert hätte, sei die religiöse Leidenschaft der Juden, die sie von ihren Vorvätern geerbt hätten. Zitat: Diese Leidenschaft lässt nach, während sich jede Generation weiter von den religiösen Quellen entfernt. Das sei der Grund für die Bereitschaft der Säkularen, Teile des Landes Israel momentaner Zweckdienlichkeiten wegen aufzugeben, gab sich der Lobredner überzeugt. Im Gegensatz dazu gäbe es Männer wie Unteroffizier Weinstock. Sie stellten unter Beweis, dass sie, Zitat, den Herrn von ganzer Seele lieben, indem sie ihr Leben für das jüdische Volk und das Land hingeben. Quellenangabe. Dies waren verbreitete Themen. Ernsthafte Schüler in religiösen Oberschulen lernten, die gefallenen Soldaten als nachahmungswürdige Märtyrer zu verehren. Quellenangabe. In solchen Darstellungen, so ist zu betonen, verteidigte ein Soldat genau genommen nicht sein Land, sondern das jüdische Volk und das Land Israel, eine ethnische Gruppe und ihr historisches Territorium, historischen Klammern, deren Wohlergehen als praktisch identisch hingestellt wurden. Ja, danke für die Aufmerksamkeit hier, ich setze das fort. Israel schafft sich ab bei Campus in Deutsch von Gershom Gorenberg.